Okay, yep. Ich hab die falsche Taste. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Vampire Vampires Kiss, hier 93 Stufe. Und ja, ich habe, glaube ich, jetzt die Lösung bzw. das Problem gefunden, wieso ich diesen mit Anlaufsprung nach unten nicht hinbekommen habe. Es lag nicht am Spiel, sondern es lag an meiner Tastatur. Und ich habe ja so nur spaßeshalber gesagt, ist sie besessen? Ist sie irgendwie vom Teufel gefallen? Nein, aber das Lustige ist, ja, dieses Phänomen, ja, nennt sich Ghosting, ja, dass bestimmte, sag ich mal, Billig-Tastaturen, so wie meine, gewisse Tastenkombinationen nicht richtig weitergehen, wenn bestimmte Tasten, zum Beispiel drei Tasten gedruckt werden, eine wird nicht erkannt und dadurch wird der Befehl nicht weitergegeben. Ich muss ja drei Tasten drücken, einmal das Laufen, einmal das Springen und eine Richtungsangabe, und ich habe mal nachgeschaut, bei meiner Tastatur ist genau diese Kombination, die nicht unterstützt wird. Das habe ich dem Basti gesagt und er hat mir jetzt da ein Programm hier gegeben, mit dem ich in der Lage bin, das Spiel mit meinem Controller hier zu spielen. Und ich habe das soweit alles eingestellt, ja, auch ausprobiert. Manches ist ein bisschen komisch, wo ich nämlich zum Beispiel mit der einen Taste irgendwie springe, aber gleichzeitig das Menü öffne. Dann habe ich eine Taste, die ich gar nicht eingestellt habe, mit der ich dann rennen kann. Und ja, ich werde jetzt mal damit probieren, wie ich damit im Schloss Cornelove, genau, da waren wir gewesen, wie ich da jetzt zurechtkomme. Gut. Aber und zu dem Zeitpunkt, und deshalb muss ich jetzt wahrscheinlich sagen, dass ich jetzt das mit dem, diesem, sage ich mal, Speedrun und mit dem Grad A und den Bonus-Features, dass ich das freischalten werde, wird wahrscheinlich nicht zustande kommen, weil wenn ich mich jetzt sogar noch hier umgewöhnen muss mit Controller, glaube ich nicht, dass es zeitlich so passt, weil sonst bin ich wirklich bei diesem Spiel eher das der Tastaturspieler. Okay. Gut, alles klar. Erstmal der erste Teil ist ja das Kämpfen. Das sollte eigentlich in Ordnung gehen hier. So, alles klar. Mal sehen. Hoffentlich kann ich mich daran erinnern. Genau, hier renne ich und dann mache ich zacke, 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 zicke, zicke, Hühnekacke. Hep. Eieiei. Dreh dich. Welche Taste muss ich drücken? Die Taste muss ich drücken. Alles klar. Ah, das ist ein schönes Bildschirm hier. Ich habe doch gebissen. Der stand doch da. Super Subsche. Super Subsche, sage ich euch. Wie gesagt, ich muss mich jetzt dran umgefühlen, dass ich jetzt den Controller in der Hand hatte. Wo ich weiß, ich habe die Tasten selber eingestellt, aber komischerweise sind die dann doch anders belegt, als ich es hatte. Jesus Christ. Aber solange ich diesen Sprung schaffe, ja, wer weiß. Vielleicht kann ich ja ab dem nächsten Part dann wieder die Tastatur nehmen, solange da halt kein Sprung nach unten kommt, ja. Beziehungsweise ist hier ja das Problem, an der Stelle, wo ich den Runtersprung brauche, kann ich leicht sterben. Und wenn ich zwischendrin nicht speichern kann, ist das ein Problem. Vielleicht kann ich halt ab dem nächsten Part wieder Tastatur nehmen. Das würde mir nämlich, fände ich schön, nämlich schön. Autsch. Ja genau, jetzt habe ich nämlich hier die Tastatur. Komm her. Zack, zack, zack. Und beiß. Guck, da habe ich jetzt irgendwie andere Tasten gedrückt und da muss ich aber auch die Angriffstaste drücken. Ist ja gut, ist schön zu wissen. Und beiß ihn in den Nacken, saug den Lebenssaft aus ihm heraus. Komm schon, ich weiß, du stehst drauf. Es geht ein bisschen flüssiger, habe ich so das Gefühl, weil ich halt, wie gesagt, ich kann angreifen und gleich im nächsten Moment kann ich dann saugen. Okay, ich hau ab. Und erstmal hier ein bisschen Abstand. Und hab ich dich. Okay, alles klar. Das waren erstmal die ganzen gut. Also, Moment, wo springe ich jetzt nochmal? Genau. Ach, so ist das. Wenn ich das. Das habe ich nämlich gesehen, wenn ich ein Vampirium ausgerüstet habe, dann würde ich gleichzeitig, wenn ich jetzt hier die eine Taste hier drücke, angreifen. Aber jetzt ist es einfach nur die Sprungtaste für mich. Hier passiert im Moment gar nichts. Hier springe ich und aktiviere gleichzeitig das Menü. Auch eine schicke Sache. Hier kann ich auch angreifen. Alles klar. Die Taste, oder. Und jupp.
Und ja. Also der Sprung, der funktioniert auf einmal. Der Sprung, der funktioniert. Das ist prima. So. Jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich hier nicht dann sterbe. Entschuldigung, ich wollte dich nicht hier auffetzen. Das ist halt meine Tastenbelegung. Ey, Entschuldigung. Ready to go, ready to come from Cotton Eye Joe. Moment, müsste ich die Taste dann drücken? Ich muss mal gerade testen. Mal sehen und. Nee, die B-Taste ist nicht. Ach, das ist die Schultertaste. So, so. Das ist hier ein bisschen jetzt bei mir jetzt Tastenlotterie. Welche Taste macht das? Ist es der Angriff? Ist es das Ausweichen? Ist es die rettende Taste, die dir das Leben retten wird? Keine Ahnung. Lass dich überraschen. Und wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wie das nicht angeht. Ja. Ja, das ist ja die Sache. Ich muss mit. Ja. Darfst du mich bitte nicht ein, bitte nicht hier ein einsperren. Wieso habe ich jetzt, das läuft gerade so flüssig. Ich habe, also da drin hatte ich gerade 60 FPS gehabt. Das ist ein seltenes Phänomen. Guten Tag. Es schreit das Mädelein. Ich komme rein. Der Retter will ich sein. So. Na warte, komm mal her du, komm mal her du. Zack, 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 zack. Schom, 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 schom. Und dann das Blöde ist halt, jetzt habe ich immer noch wenig Leben. Ja, 3/4 Leben und jetzt muss ich da runter, wo die ganzen Fledermäuse hier kampieren. So. Ich möchte zumindest bis zum... Weiter links gewesen? Ja, oder? Es wird geöffnet, aber nein! Der der Prunin! Da stinkt's doch draus, da gehe ich mal rein. Ein bisschen noch geübt. Also der Sprung, der sollte jetzt klappen. Warum ist der Brunnen voller Blut? Das mache ich nichts Gutes. Okay, ich muss darüber hin. Und erstmal möchte ich mich hier um die Fledermäuse kümmern. Wehe, die Fledermaus tötet mich jetzt. Ich warne dich. Okay, welche Taste muss ich drücken? Diese Taste. Hep. Jawohl. Hep. 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 Jawohl. Leben. Bin ich daneben gesprungen? Dieser Blick in meinen Augen gerade, das ist, als würde ich hier gerade meine ganzen Lebensentscheidungen hier in Frage stellen. Ja, wirklich. Habe ich jetzt einen zu langen Sprung gemacht? War ich jetzt daneben gesprungen oder habe ich einen langen Sprung gemacht, obwohl der nicht nötig war? Na gut, komm mal her, du, komm mal her, du, komm mal her, du, komm, komm, hier, komm. Autsch. Komm her, du. Komm her. Ja, beiß dich. Ich bin fast tot. Ausgewichen. Und beiß dich. Komm schon. Ich krieg das hin. Autsch. Ich bin fast tot. Beiß dich. Jawohl. Und beiß dich. Eieiei, ich sehe überhaupt nichts. Der Baum bedeckt das ganze Drama hier. Nein, falsche Taste. Ach, ich will wirklich, ich möchte wieder zu meiner Tastatur wechseln. Das mag ich gar nicht. Bei so 3D-Spielen, okay, aber bei so 2D-Spielen, dann möchte ich doch lieber hier. Also in dem Fall. Irgendwo ist ja noch ein Vampir, oder? Hallo? Alter, dann läuft der ja, der Vampir. Na, warte. So, dankeschön. Dass du gewartet hast. Beißen, verdammt nochmal. Du brauchst den Saft. Gut, dankeschön. Jesus, komm ich will doch einfach. Ich will einfach nur diese verdammte Stelle überstehen. Danach wechsle ich wieder zur Tastatur, verdammt nochmal. Zumindest weiß ich aber jetzt, was es ja verursacht hat. Ansonsten wäre ich wirklich ja wahnsinnig geworden. Scheiße. Und wenn ihr jetzt meint, dann holt ihr doch einfach eine Taste, einfach eine neue Tastatur. Ansonsten hatte ich ja keine Probleme gehabt. Das ist wirklich nur in diesem Teil jetzt, wo das ein Problem für mich darstellt. Weil es mich eine Kombination nicht durchführen lässt, die für mich jetzt lebenswichtig ist. So. Ja, mal durch. Würdest du mal bitte von der Tür weggehen? Das ist meine Tür. Da will ich durchgehen. Ich bin euer Retter. Wenn ich nicht raus darf, dann schneide ich dir die Kehle durch. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen genervt.
So, hier das Fräulein nochmal untersuchen. Hier sind die Glocken noch da. Alles klar, Klingeling, da sind sie schon. Haha. Geh rein durch die Tür. Ja, ja, ja. Warum hält sie sich auch alleine hier auf? Ohne Schutz, was weiß ich. Komm her, du Freundchen. Komm her. Zack, 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 zack. Und beicht. Ich hoffe wirklich, dass nach dieser Stelle, nach dieser Sprungpassage, dass da endlich ein verdammter Speicherpunkt ist. Ich will's hoffen. Nicht wieder hoch. Ich will unten bleiben. Ich bin nicht high. Down, down, down will ich. Down to funky down. So, haben mit anderen geredet. Wir gehen hoch. Wir gehen zum Tor. Aber nee, aus dem Brunnen, da stinkt es hier immer noch. Wie war ich jetzt in diesem verdammten Brunnen gewesen? Okay. Ich springe erstmal rüber. Welche Taste? Hep. So. Okay. Yep. Ich hab die falsche Taste. Wie heißt es so schön in dem Disney-Film Bambi, wenn du nichts Nettes zu sagen hast? Sag lieber gar nichts. Und deshalb war ich jetzt gerade einmal stille gewesen. Weil das, was ich sagen würde, das sind Sachen, die möchte ich nicht in meinen Videos erwähnen. Wie gesagt, ich weiß, natürlich ist es nicht etwas, was, wo ich wirklich erwarte, dass Kinder oder so zuschauen, aber ich vertrete wirklich hier diese Moral. Ich möchte solche Wörter nicht verwenden. Ja? Solche harten Wörter. Und deshalb versuche mich wirklich ja daran zu halten. Ein Mann muss sich an seine eigenen Regeln halten. So heißt es doch so schön. Sei zumindest Jason McCree aus Overwatch. Eine seiner Voice Lines, einer seiner Sprüche. Also im Moment, da mache ich sie ja wirklich haushoch fertig. Ich habe hier sogar volles Leben gehabt. Komm her, du Freundchen. Komm her, du. So, ab in den Nacken. Ab in den Rücken. Alter, ich habe sogar fast volles Leben, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich in das Wasser falle. Ja. Ich könnte es sicher locker packen, wenn die Steuerung mit mir interagieren würde, oder? Wenn die kooperieren würde, das wär's. Was eigentlich? Ich würde wahrscheinlich einfach nicht gehen können, oder? Zack, zack, zack. So, jetzt wirst du mal. Das waren weniger Hebe als sonst. Es waren weniger Hieber als sonst, die ich gebracht habe, um ihn zu töten. So, volles Leben. Ach, da sieht das jetzt nochmal sehr. Mitten im Level. Halleluja. Meine Fresse. Und wem habe ich das zu verdanken? Meiner lieben, lieben Tastatur hier. Falls, habt ihr, glaube ich. Ich glaube ja, ich habe die schon mal gezeigt, aber ich kann es mal beschreiben. Die schwarz mit weißen Ziffern. Schwarz. Schwarz wie meine Seele. Die ja immer wieder von Trauer und Frust und Zorn gepeinigt wird. Es ist abgefärbt. Sie passt zu meinem Charakter. So. Aber hier schreien. Weiter drüben schon gewesen. Nee, muss ich nochmal gehen. So. Okay. Okay, dann haben wir dich schon mal. Den haben wir dich schon mal. Gut, also diese Taste. Diese Tastenkombination muss ich drücken, um zu springen. Ich habe auch so Witz gemacht. Okay. Man hat erstmal rübergesprungen und dann die Fledermäuse. Um die kümmere ich mich jetzt. Komm her, du. Zack. Und du kommst weg. Und du kommst weg. Und jetzt renne ich und springe. Renne und springe. Renne und springe. Jawohl, und bitte lass einen Speicherpunkt da sein. Wo bin ich? Da unten bin ich. Ihr wollt mich doch jetzt hier auf den Namen nehmen. Ich sehe einen Siegel, ich muss wieder ein. Und da ist nirgends ein Speicherpunkt. Ich habe da gesehen, man hätte nochmal zu dem. Man hätte zu dem Kristall springen müssen, um das zu lösen. Und nirgends zwischendrin ist ein Speicherpunkt? So lang.
Langsam habe ich keine Lust mehr, das immer wieder zu zeigen, ganz ehrlich. So langsam will ich das jetzt wirklich hier dann nur noch offscreen machen und dann euch zeigen, wenn es was Neues zu präsentieren gibt, ganz ehrlich. Geht mal gerade sowas von gegen den Strich. Und die Sache ist ja, es ist nicht schwierig. Es liegt nicht am Spiel, es liegt einfach an meiner, an dem, was ich habe, an meinem Equipment. So, kommt einfach mal alle her. Ich verteile gerade hier gratis Peitschenhiebe, wenn ihr drauf steht. Bitteschön, dann holt sie euch. Ganz frisch vom lieben Richter hier, präsentiert auf dem Speiseteller. Hey, rennst du weg? Nö, 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 nö. Du kommst zu mir, du kriegst deine Hiebe ab, Alter. Kennt ihr das, dass wenn man so richtig sauer ist, dass man Bauchschmerzen kriegt? Die habe ich gerade. Gut, ich habe in letzter Zeit auch nichts Vieles gegessen. Und dann kommt natürlich der Frust dazu, der dann auch nochmal hier dieses Drücken macht. Aber, Alter, Alter. Ich will das einfach nur noch geschafft haben. Ich will das einfach nur schaffen. Aber trotzdem, wieso war ich da jetzt runtergefallen? Weil ich gesprungen und angegriffen habe und dadurch... Und dadurch habe ich irgendwie dann einen noch weiteren Satz gemacht. Oder hätte ich normal springen müssen? Wahrscheinlich nicht, oder? Alter Falter. Ich würde es doch einfach nur geschafft haben. Ganz ehrlich. Wie oft? Ich war jetzt sicher jetzt schon gut. Eine halbe, dreiviertel Stunde war ich jetzt... Das war mitten mein Blitz gewesen. Ich sitze jetzt sicher schon eine halbe, dreiviertel Stunde an dieser verdammten Stelle. Und es liegt einfach nur daran, dass ich immer wieder runterfalle. Ins Wasser. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Das ist, denke ich, wirklich schon ein Punkt, wodurch dieser Teil schwieriger ist als der Vorgänger. Durch dieses sofort tot durch Wasser, sofort tot durch Feuer. Das ist nicht, dass es einfach nur extra viel Schaden macht. Nein, sondern es ist... Instant Death. Der Ausgleich, denke ich, dafür ist einfach, dass man sich durch das Blutsaugen von Feinden dann wieder heilen kann. Dadurch, oh ja, okay, es gibt vielleicht weniger Heil-Items, aber es gibt eine andere Möglichkeit, dich zu heilen. Dafür gibt es halt diese Instant Death-Sache. Aber hätte man es nicht so machen können, dass er sich, sage ich mal, noch retten kann? Okay, hier drücken. Und ich drücke die Taste. Jawohl. Hau ab. Hau ab. Ernsthaft, die fliegen durch mich durch. Ich muss ehrlich sein. Im Moment habe ich überhaupt keinen Spaß. Im Moment habe ich keinen Spaß, weil es ist das Simpelste. Ein Sprung. Ein Sprung. Der mir aber nicht gelingt. Der mir nicht gelingen will. Oh, meine Fresse. Ja, ja, ja. Draufkloppe und dann, wie weit komme ich denn beim nächsten Mal? Vielleicht einen weiteren Sprung, hä? Und jetzt geht er hier, jetzt geht es auch noch durch Gegner durch, oder was? Die Gegner gehen einfach durch mich durch, oder meine Angriffe gehen einfach durch dich durch, oder meint ihr es nur? Wisst ihr was? Jo, ich weiß jetzt, was das Problem ist. Vielleicht sollte ich lieber... schauen, ob es doch vielleicht eine Lösung gibt, dieses Ghosting-Problem mit meiner Tastatur zu lösen, anstatt dass ich hier auf Controller wechsle, weil, wie ihr ja merkt, ich muss mich sozusagen erstmal wieder hier jetzt damit mit der Controller-Steuerung anfreunden und da bin ich doch lieber der Typ, der dann bei dem Alten bleibt. Das wäre jetzt genauso, wie wenn ich jetzt beim Autofahren vom Steuerrad auf den Joystick umwechseln würde. Es geht zwar auch, aber das Gefühl ist anders. Ja, Eis. Und hau ab nach links. So, jetzt wirst du gebissen. So, bitteschön. Was habe ich jetzt in diesem Teil gesehen? Hat man da was Neues gesehen? Jo, man hat den nächsten Raum ein bisschen was gesehen. Man hat gesehen, oh, da muss man wieder was mit dem Kristall machen. Aber zumindest sieht man da dann das Siegel. Man weiß also ganz genau, wo was ist.
Und trotzdem in diesem ganzen Abschnitt hier kein Speicherpunkt. Also wenn ich hier, sage ich mal, die Veränderungen einbauen würde, dann würde ich es zumindest so machen, dass, wenn man hier diesen Teil geschafft hat, mit dem Kämpfen, ja, und dann so kommt halt wieder ein Jump-and-Run-Abschnitt, ja, mit Sprungpassagen, dass es da zwischendrin irgendwie halt die Möglichkeit gibt, abzuspeichern, ja. Oder ist hier irgendwo, na, wahrscheinlich ist es eher im Brunnen selber, ist irgendwo im Brunnen das Artefakt versteckt oder das Upgrade, und es war geplant oder es ist geplant, dass ich das hier finde. Ja. Und dass ich dann abspeichern kann. Also hier wird es ja wohl wahrscheinlich definitiv nicht sein. Oder verrät er mir was? Hm? Wir sind nirgends mehr sicher. Nirgends mehr sicher, ja. Nirgends, nirgends, nirgends. Aber ich muss mich um den ganzen Kram hier kümmern. Wenn, dann ist es irgendwo bei einer Wand. Aber hier gibt es ja keine Wände, die ich kaputt machen könnte. Und warum sollte auch überhaupt hier so ein Vampir-Artefakt in einem Dorf sein? Wir würden das dort verstecken. Jemand, der sich denkt, haha, das sucht doch niemand. Wahrscheinlich sogar hier beim Heiligen Buch. Oder unterm Teppich. Unterm Teppich ist gekehrt. Meine Fresse. Ja, der Punkt nämlich, warum ich bei solchen Spielen auch lieber die Tastatur mag, ist hier bei dem Controller zum Beispiel hier die verschiedenen Tasten, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wie man die drückt, und dann weiß man, okay, da kommt jetzt was oder da kommt jetzt nichts was. Okay, jetzt springe ich rüber. Moment mal. Und stopp. Was war das jetzt gewesen? Ach, das hat mich in der Luft angegriffen. Aha. Ich darf wohl anscheinend nicht zu weit vorne stehen, damit der Sprung nicht daneben geht, hä? Okay, meine Damen und Herren. Ich mache jetzt einen Cut. Muss mich jetzt erstmal hier beruhigen. Wenn ich nämlich komplett aufgelöst bin, ja, dann sinkt meine Spielleistung. Da mache ich umso mehr Leichtsinnsfehler. Und ja, Sie wissen jetzt, was mein Problem ist? Wenn Sie vielleicht eine Lösung dafür haben. Na gut, bis jetzt dieser Part oben ist, habe ich vielleicht das Projekt schon beendet, aber vielleicht kommt es ja auch wieder in zukünftigen Projekten vor. Wenn Sie eine Lösung haben und ich habe bis dahin keine gefunden, ja, dann fände ich es schön, wenn Sie mir diese in die Kommentare schreiben. Für die Tastatur, wenn ich kein Problem finde. Ich weiß ja, ich kann das so sein austricksen, indem ich in dem Moment, wo ich springe auf der Tastatur, einfach meine eine Taste loslasse. Aber die einzige Taste, die da möglich ist, ist meine Richtungstaste, weil die Taste zum Laufen, ich meine die Taste zum Springen und zum Rennen, muss gleichzeitig gedrückt sein. Und ja, gut, meine Damen und Herren, ich hoffe trotzdem, Ihnen hat diese Ausgabe von Worms of Vampire's Kiss gefallen. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte heute nicht so meinen Spaß, tut mir leid, bin ich ehrlich, ich war mehr frustriert, als dass ich Spaß hatte. Oh, ich habe ein bisschen was Neues gesehen, aber dann waren wieder neue Probleme aufgetreten, wo ich mich frage, was war jetzt der Fehler gewesen? War ich falsch gestanden? Hätte ich einen kurzen Sprung machen müssen? Ich weiß es nicht. Und jedes Mal alles von Neuem, weil zwischendrin nichts zum Speichern ist. Und ja, bis dahin, ihr 93 Server. I love to entertain you. Tschüss. Hang goodbye.